willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind heute mal in ungewohnter Umgebung am Strand, weil wir wollen heute ein Picknick machen hier. Erklär du mal, was wir uns dabei gedacht haben. Also wir machen dieses Rainbow Picknick. Jeder von uns hat drei Farben bekommen. Jana hatte lila, blau und gelb und ich hatte grün, rot und orange. Und dann haben wir immer jeweils pro Farbe so im Wert von 5 Dollar coole Snacks und Essen und Trinken gekauft halt. Der andere hat es aber noch nicht gesehen und wir zeigen uns jetzt halt gegenseitig, was wir für unsere Farbe gekauft haben. Dann werden wir auch Tests machen und das einfach mal alles ein bisschen durchprobieren. Und weil wir ja auch sozusagen jetzt hier Abendbrot essen, hat Mona sich noch ein Wrap bei Subway geholt und ich habe mir noch Sushi geholt, damit wir auch ein bisschen was Richtiges haben, neben den ganzen Snacks. Starten wir direkt mal mit unseren Hauptmahlzeiten. Das hier ist mein guter Wrap. Und ich habe mir einmal California Roll geholt, also mit Krebs und Gurke und Avocado. Und einmal einfach Lachs, Frischkäse und Avocado. Und Sojasauce. Aber die essen wir, würde ich jetzt sagen, noch nicht, weil das Licht wird auch immer schlechter. Auf jeden Fall jetzt erstmal mit unserer Challenge anfangen. Ich bin bereit. Aber wir machen immer jeder Abwechsel, ja. Jeder eine Farbe. Lass uns vielleicht mal nach dem Rainbow gehen. Mit Gelb. Okay, dann starten wir mit Gelb. Das bin ich. Da habe ich nur eine Sache, weil die war ein bisschen teuer, die hat schon 6 Dollar gekostet. Aber sorry, ich sitze die ganze Zeit im Strahl, ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt, was Sarah noch für Sachen hat. Komm! Das ist mein gelbes. What ist das denn? Ein Cake? Ja. Glück? Alter, wie krass. Das ist das, was so krass alles. Zeigen wir einmal. Der ist sogar glutenfrei, richtig krass. Ja, und da sieht voll lecker aus. Schokolade und so. Und ich bin richtig gespannt, wie das aussieht. Ja. Würde ich am liebsten direkt jetzt probieren. Weiter mit Orange. Orange, ja. Oh, ich bin auch richtig gespannt. Okay, Augen zu noch bitte kurz. Also bei Orange habe ich 3 Sachen. Oh. Und eine Sache davon kennen wir aber schon. Oder 2 Sachen eigentlich eher gesagt. Und jetzt erstes was Gesundes: Mandarinen. Oh, cool. Weil wir hatten beide noch nicht schon mal Bock auf Mandarinen. Und jetzt habe ich mal welche gekauft. Dann diese. Oh ja, diese, die haben wir auch schon gegessen in unserem Probieren australische Süßigkeiten oder ja. So. Jetzt kommt was ganz Außergewöhnliches, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es schmeckt. Das sind solche Cracker mit Karottengeschmack. Aber ich habe halt eigentlich genau die schon mal gegessen, nur mit Sour Cream und die sind richtig geil. Bei der Arbeit habe ich mir die gekauft und deswegen dachte ich so, vielleicht schmecken die mit Karotte auch. Ja, so cool, interessant auf jeden Fall. Bei Rot kommt jetzt auch mein Getränk. Ah, haben wir das schon gesagt? Ja, ich habe gezeigt, dass wir auch Getränke haben. Ja, jeder hat ein Getränk noch in einer seiner Farben. Und mein Getränk ist jetzt halt bei Rot mit dabei. Als erstes habe ich hier so eine Schokolade. Das hat mich so ein bisschen an Mancherie erinnert. Aber die habe ich eigentlich nur geholt, weil die noch so mit im Budget war. Ja. Aber sieht interessant aus. Und das ist auch von der guten Marke. Dann was ganz Lustiges. Popcorn als Cracker. Wie cool. Sweet and salty. Weil unsere Mitbewohnerin hatte so eine ähnliche. Ja, aber ich glaube ohne Popcorn. Das war ein Reiscracker bei ihr. Und wir haben jetzt halt Popcorn. Nee, ich glaube auch Popcorn. Sie hat tausendmal gesagt, oh, wir haben jetzt Chips mit Popcorn und so. Wirklich? Ich glaube schon. Die würde ich halt gerne mal probieren. Deswegen habe ich die auch geholt. Ja, die sind doch cool. Jetzt kommt mein Getränk. Richtig spektakulär. Powerade. Aber ich weiß halt nicht, wie es schmeckt. Ich habe es halt wirklich noch nie getrunken. Ja, ich wollte auch nie holen. In Gelb, weil das sah so eklig aus. Ja, genau. Und ich finde halt Powerade toll, mich halt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es schmeckt. Deswegen dachte ich, das ist halt sehr süß einfach nur. Ja, glaube ich auch. Dann zeige ich jetzt einfach auch noch mein grünes. Dann bin ich gleich schon durch. Da habe ich gar nicht so was Spektakuläres. Als erstes habe ich da so Gummibärchen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Sour Patches oder so. Ja, das so sieht süß cool und aus. Sauer, glaube ich. Das ist schon cool. Und dann habe ich so Chips, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Man sieht nicht, was das für eine Art ist. Keine Ahnung. Chicken. Also, ich habe es eigentlich nur gekauft, weil es grün war. Knallgrün. Gut, wir haben so viel am Ende. Das ist echt nicht schlimm. Für eine Woche reicht das dann zum Snacken für uns. Gut, dann mache ich jetzt weiter mit Blau. Habe ich einmal diese hier. Tortilla? Ja, aber so längliche. Oh. Und die sahen irgendwie cool aus. Ist ja jetzt nicht so was Besonderes, aber ich fand es irgendwie geil. Hast du auch drauf? Ja. Finde ich nice. Wir haben auch noch eine Avocado und können wir Guacamole auch noch mal dazu machen. Stimmt, die muss auch weg, die Avocado. Ja. Jetzt kommt lila. Nee, nee. Ich habe noch ein blaues. Ah, was? Aber das ist an sich, also es sind auch Chips. Aber so solche Puff-Chips. Mais-Puff mit Cheese. Finde ich cool.
Und wir sind hier irgendwie voll auf dem Cheese-Trip. Komplett komisch. Und deswegen dachte ich, passen die doch gut zu uns, lieben Twisties Cheese. Die sind so geil. Die haben richtig für uns entdeckt, obwohl wir beide eigentlich keine Menschen sind, die so gerne so Chips mit Käsegeschmack mögen. Aber die sind irgendwie geil. Jetzt kommen wir lila. Da habe ich auch mein Getränk. Also es ist irgendwie ein bisschen kleiner Fail gewesen, weil ich dachte so, ja, wird sich Mona bestimmt richtig freuen. Aber jetzt hat sie sich gestern einfach eine ganze Packung davon gekauft. Das ist ihre Lieblingsschokolade. Ja, da freue ich mich wirklich. Die ist so geil, Alter. Wirklich, die kann man nur empfehlen, die ist so geil. Da gibt es auch ein Eis von, habe ich euch schon mal irgendwo erzählt, aber die ist richtig geil. Oh, ich habe was bei Blau vergessen. Oh, was denn? Ja, zeig mir. Schokolade. Oh, noch mehr? Die sieht so cool aus. Oha, ja, die sieht richtig die sieht aus. So cool aus. Die ja, aber die darfst du. What? Ja, das ist so Reispuffer. Ja, ja, keine. Reispuffer. Ah, geil. Deswegen wollte ich die unbedingt mitnehmen, weil oh, nice. Die interessant aussah. Die habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Oh, ein lilanes Produkt, das ist von der Art her sehr ähnlich zu dem anderen lilanen Produkt. Also Schokolade mit Karamell. Und die sehen so aus. Die habe ich auch schon richtig oft gesehen. So kleine Würmchen mit Karamell drin. Wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich cool, find ich oder? Cool, ja. Curly Whirly. Auch von der guten Schokolade. Als letztes Produkt habe ich jetzt das Getränk. Das ist an sich kein richtig. Also es ist ein Getränk, aber das muss er halt mit Wasser mixen, weil es ist ein Sirup. Oh, ich wollte auch zuerst einen Sirup holen und dachte mir so, oh, voll doof. Wenn wir das dann noch mixen müssen, aber so, wir haben ja Wasser mit. Ja, ich habe extra Wasser mitgenommen. Der sieht richtig cool aus, finde ich. Und der ist so richtig dunkel lila und ich fand das irgendwie geil. Ja, voll nice. Was ist denn das? Ah, Black Currant, okay. Ja. Das sind alle unsere Produkte und jetzt geht's ans Probieren. Ja, let's go! Okay, wir starten mit den salzigen Sachen, weil das passt irgendwie besser an Geschmack. Ja. Und ich würde da ehrlich gesagt starten mit diesen hier. Schicken Dingern. Okay, let's go. Das sind auch solche. Ah, das sind solche. Oh. Die sind so ähnlich wie die. Das ist auch so Puffer. Was? Schmecken lecker. Die schmecken aber total nach Gewürz. Also, ich weiß nicht, nicht nur nach Chicken. Die schmecken so nach Gemüsebrühe. Ja, voll. Das hast du gut erkannt. Gemüsebrühe. Wirklich einfach Gemüsebrühe als Chips einfach. Ja, aber lecker. Also ich mag's. Das passt jetzt ja direkt dazu. Deswegen machen wir jetzt die Cheese-Version davon. Boah, die sind richtig orange. Wie so diese, wie heißen die? Cheetos? Das. Hier sieht man die nochmal. Mmh, die sind aber so stinkekäsig. Stimmt. Die schmecken eher so nach Stinkekäse. Okay, aber jetzt nicht so geil. Die haben irgendwie so einen ekligen Beigeschmack für mich. Jetzt die dann noch? Ja. Ich glaube, die sind lecker. Ich glaube auch. Das sind so Dreiecke. Mmh. Was ist das denn? Ist halt süß und salzig. Schmeckt nach Alge. Ich finde, das schmeckt nach Sushi, nach Algen. Vielleicht aber nur mit der Kombi hier. Das schmeckt ganz seltsam, irgendwie süß und salzig. Aber kann man an sich auch snacken. Das ist nicht mein Favorite Snack, aber ja. Ich finde, es schmeckt durch dieses süß und salzige total nach Alge. Ein unidentifizierbarer Geschmack. So, dann machen wir jetzt noch die Karottencracker. Da bin ich auch gespannt. Ich auch. Die sehen ganz komisch aus. Ganz anders als diese Sour Cream, die ich schon mal probiert habe. So sehen die aus. Schmecken gut. Voll lecker. Mhm. Schmecken eher so nach Vollkorn, finde ich. Die erinnern mich an irgendwas. Ja, mich erinnert die an Vollkornbrot. Ja, kann man gut essen. Mhm. Ein guter Snack. Dann kommen wir jetzt zu den Süßigkeiten und da starten wir mit den Gummibärchen. Die so auch süß-sauer sein sollen. Keine Ahnung. Und die sind halt vegan und ich finde vegane. Oh, echt? Ja, ich finde vegane Gummibärchen schmecken halt immer nicht so. Die haben immer so eine komische Konsistenz, ne? Auch so die von Katjes zum Beispiel. Die sehen cool aus, ja. Nimm ein pinkes. Ich nehme ein dunkles. Die fühlen sich schon so glibberig ein bisschen an. Okay. Oh, Konsistenz minus eins mag ich nicht so. Ich finde es voll okay. Voll lecker. Aber Geschmack ist gut. Mhm. Ich finde die richtig lecker, wenn ich ehrlich bin. Die auch richtig lecker. Das Thumbnail.
Dafür, dass es auch so wenig Zucker und so hat, dafür sind die gut. Jetzt gehen wir zum schokoladigen Teil über, weil wir haben ja noch sehr viel Schokolade. Wir sind mit diesen Kirsche. Ich bin halt eigentlich gar kein Fan so von Pfefferminz, Kirsche oder so in Schokolade. Aber ich bin ein Fan von Zartbitterschokolade. Ist das zartbitter? Es sieht so aus. Oh ja, es ist relativ dunkel. Eigentlich ganz lecker aus. Hat ganz anders, als ich gedacht habe. Das ist pink von innen. Oder rot. Ich habe irgendwie gar keinen Geschmack. Der schmeckt wie... Boah, aber voll geil. Ich mag halt das nicht so gerne mit so Frucht und Schokolade, aber an sich kann man es essen. Also es ist trotzdem lecker. Schmeckt irgendwie nach Kokosnuss auch, finde ich. Total. Schmeckt ein bisschen nach Raffaello auch. Nach Kokosnuss mit Kirsche und Schokolade, aber irgendwie durch die Mischung, dass auch dieses Kokos dazu kommt, finde ich es irgendwie lecker. Ich finde es auch jetzt eigentlich beim zweiten ist auch ganz geil. Ne? Kann man mal machen. Für $1, glaube ich, war das nur. Es ist so ein kleines Gadget. Das ist so ein kleines, was ich mal an der Kasse mitnehmen kann. Jetzt probieren wir hier die Curly Wurlies. Die sollen auch richtig typisch australisch sein, meinte unsere Mitbewohnerin. Da bin ich mal gespannt. Die sollen auch so ein bisschen zwischen den Zähnen kleben. Boah. Also einzeln verpackt oder so? Nein, nein. Ja, gut. Die riechen schon mal richtig geil. Boah, ja, nach Karamell mit Schoki. Nee. Geschmacklich sind die sehr, sehr lecker. Und nochmal lecker. Aber die kleben halt wieder so zwischen den Zähnen. Das geht halt einfach nicht. Wer erfindet sowas? Aber sehr lecker. Mhm. Aber diese zwischen den Zähnen kleben, das mag ich halt gar nicht. Das versaut mir richtig so das Geschmackserlebnis auch so. Bin ich derselben Meinung. Echte Karamell, weil bei der Schokolade zum Beispiel, die schmeckt an sich ähnlich oder eigentlich genauso. Da ist das nicht so mit dem Karamell. Das klebt nicht so zwischen den Zähnen. Die ist richtig perfekt einfach. Ja, das ist halt flüssiger, das Karamell. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu dieser Crunch-Schokolade. Da bin ich so happy, irgendwie, dass ich die gefunden habe und wurde die probieren, also essen kann. Ja, ich wollte auch zuerst so eine holen mit so Crunch innen drin, aber die durfte ich nicht. Da war ich voll traurig, deswegen freue ich mich auch mega. So ein Reispuff. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber so ganz kleine Kügelchen. So sieht es aus. Ja, so sieht es aus. Cheers. Cheers. Mag ich an sich. Der Reis schmeckt voll den Reis, ne? Der Reis schmeckt halt nach Reis irgendwie. Aber an sich schmeckt, erinnert mich das an irgendwas so richtig Leckeres. Mich auch. Mich erinnert das komplett an was. Komplett. Also mich erinnert es ein bisschen an Kinder Country. Ich finde es sehr lecker. Ich mag es auch richtig gerne. Neue Lieblingsschokolade. Jetzt kommen wir zu unserem letzten. Das Produkt. Highlight auch irgendwie. Ich bin mega gespannt. Darf ich nochmal kurz lesen? Hey, ich darf das wirklich. Das ist ja richtig krass. Wie cool! Das sind so zwei so voll gut auch so für Ausflüge an sich. So sieht das jetzt aus. Ja, es ist halt so dreigeschichtet. Und ich beiß jetzt mal ab. Schmeckt irgendwie nach rohem Kuchenteig, ne? Wegen der Karamell ja auch nicht. Es schmeckt so, als würde man beim Kuchenbacken die Schüssel auslecken, finde ich. Ich finde es mega lecker. Ich mag das gerne. Schmeckt so ein bisschen einfach wie Cookie Dough. Also wie Cookie, wie heißt denn das immer? So diesen fertig Kuchenteig, den man auch so kaufen kann. Finde ich nicht. Darf ich auch nochmal? Ich finde, das schmeckt einfach nach so Krümelteig. Also relativ harter Teig. Dann so eine Karamellschicht und Schokolade. Und dann schmeckt das eigentlich echt lecker. Also richtig geil. So, wir probieren jetzt natürlich auch noch die Getränke. Als erstes machen wir mal diesen Sirup. Wir haben hier eine ganze Flasche Wasser und jetzt machen wir so ein bisschen Sirup mit rein. Ich probiere das jetzt als erste. Ja. Es riecht schon lecker, riecht aber genauso wie diese Beeren immer. Oh ja, schmeckt auch gut. Also da ist jetzt nicht so viel Sirup drin, deswegen, ich mag das lieber, wenn es nicht so süß ist, also mag ich das so. Ist perfekt. Es könnte an sich noch so ein bisschen mehr Sirup rein, aber an sich ist es, also der Sirup ist gut, der ist lecker. Ist voll cool auch, dass wir jetzt so einen Sirup haben, dann können wir öfter mal so was mit Geschmack trinken. Richtig lecker. Diese Beeren, eigentlich mag ich diese Beeren, ich weiß gerade nicht, wie die auch Deutsch heißen. Ja. Das mag ich meistens nicht so mega gerne. Mein Freund trinkt das in Deutschland auch immer so einen Saft von. Das ist mir meistens so ein bisschen zu intensiv. Deswegen ist es richtig perfekt, dass wir so einen Sirup haben. Da weil kann da kann man es selber steuern. Dosieren, ja. Dann kommen wir jetzt zu dem roten Powerade. Power! Oh Gott. Süß, ne? Es geht aber. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich hatte das schlimmer in Erinnerung. Ich habe aber nur mal das Blaue getrunken und das Blaue hatte ich viel, viel schlimmer in Erinnerung, als das Rote schmeckt. Es geht voll. Das geht voll, ja. Ich würde es mir nicht unbedingt nochmal kaufen, aber man kann es auf jeden Fall trinken.
Gut, wir würden das Video jetzt an sich auch schon beenden. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal unser Sushi und unser Sub gönnen als richtiges Abendbrot, weil diese ganzen Snacks schlagen ja doch immer mit der Menge ein bisschen auf den Magen. Deswegen wollen wir jetzt erstmal was Richtiges essen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen interessant. Also für uns war es irgendwie auch voll aufregend, mal so neue Produkte auch nochmal auszuprobieren und so. Ja, man ist mit ganz anderen Augen so durch den Supermarkt gelaufen. Total. Man hat ganz andere Sachen wahrgenommen irgendwie. Ja, total. Man hat viel mehr Sachen auch nochmal so entdeckt, dadurch, dass man so nach den Farben gegangen ist. Ich finde, wir haben richtig coole Sachen auch gefunden. Wir wollten uns auch nochmal dafür entschuldigen, dass es vielleicht ein bisschen lauter ist hier. Ja. Wir haben da irgendwie nicht so richtig dran gedacht, aber wir hoffen, es ist in Ordnung so. Wir hoffen einfach, ihr könnt uns ganz gut verstehen und die Hintergrundgeräusche sind nicht ganz so mega schlimm. Gebt gerne ein Like, lasst auch gerne einen Kommi da, ein Abo auch bitte nicht vergessen. Ansonsten schaut in der Infobox vorbei, dort sind alle unsere Social Media Accounts verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.